Peace Freunde und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, ich denke mal, es wird wieder Zeit für ein LPU. Ich glaube, mein letztes ist mittlerweile schon ein halbes Jahr her und ja, kennt mich, ihr wisst, wie ich bin. Ich gebe sehr viel Geld für Mode aus. Ich war auch etwas schockiert, als ich gemerkt habe und diese ganze Sache mal so aufgeschrieben habe, beziehungsweise mir rausgesucht habe, wie viel es eigentlich auch ist. Das ist wirklich unglaublich. Und deswegen werde ich das auch nicht alles in ein Video packen, weil es einfach zu lange gehen würde. Und ich habe jetzt einfach, wie gesagt, keine Lust, hier eine halbe, dreiviertel Stunde lang ein Video abzudrehen. Ja, ich habe das Ganze ein bisschen separiert und werde immer mal wieder ein Video dazu raushauen. Das habe ich, glaube ich, auch schon im letzten gesagt, aber diesmal versprochen. Und ja, ist, wie gesagt, einiges dazugekommen. Sehr viel Geld, was ich da ausgegeben habe, ist natürlich schlecht für mich. Aber gut für euch, ja, weil dann habt ihr natürlich wieder mehr zu sehen. Ansonsten, glaube ich, gibt es nichts mehr zu erwähnen. Viel Spaß mit dem Video. So, kommen wir zu den ersten Pieces. Hier war es so, dass ich schon seit längerem auf der Suche bin nach der bestimmten Waschung bei einer Levi's und habe mich da so ein bisschen Vintage-mäßig umgeschaut, was ziemlich schwierig momentan ist wegen Corona und auch, weil der Hype natürlich wieder extrem hoch ist, was den Vintage-Bedarf angeht. Und da war es wirklich sehr, sehr schwierig, was zu finden. Und ich hatte einfach keine Lust mehr zu warten, habe gedacht, alles klar, ich fahre einfach ins Outlet, weil bei mir gerade ums Eck, ich glaube, eine halbe Stunde oder so, habe ich ein Outlet, wo ein Levi's-Store ist und habe mir dann diese hier für 60 Euro geholt, also eine ganz normale Levi's in so einer, ja, so einer hellblauen Waschung. Ich habe hier einfach noch vorne so einen Schlüsselanhänger dran gehängt, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzuwerten. Und ja, ich wollte auf jeden Fall immer so in so einer Waschung eine haben, habe keine gefunden gehabt im Internet. Und das ist, wie gesagt, jetzt eine Levi's 501 in der Größe 33-32, also fittet mir meiner Meinung nach sehr gut. Und da habe ich mich auf jeden Fall entschieden, unten nochmal die Hemd zu öffnen, weil ich das einfach... Ja, ich finde es einfach cool, wie gesagt, wenn der Schuh einfach dann draufsteckt, gerade ein Air Force oder ein Jordan, finde ich das sehr, sehr schön. Und ja, so war es eigentlich auch zu der Hose. Ist jetzt, wie gesagt, nichts Besonderes, hat mich knapp 60 Euro gekostet im Outlet, falls ich es nicht schon erwähnt habe. Und ja, so viel mal zu der allerersten Hose. Ja, und für alle Leute, die mir auf Instagram folgen, haben bestimmt auch schon gemerkt, dass sich mein Style so ein bisschen wandelt und ich immer mehr und mehr zu so schmaleren Hosen zurück will. Ja, und hier habe ich mich wieder bei Levi's bedient. Da gab es ein sehr, sehr gutes Angebot bei Levi's am Black Friday und habe da wieder zugeschlagen und zwar bei der Levi's 512 im Taper Slim. Also ich kann sie euch ganz kurz hier zeigen. Die ist auf jeden Fall enger geschnitten, also hat sozusagen ein Slim Cut. Wird eigentlich im Internet so beschrieben, dass sie halt von oben so bisschen breiter ist und dann so runterläuft. Dabei ist es eigentlich wirklich, wie gesagt, ich glaube, man kann es auch ganz gut erkennen, einfach ein ganz normaler Straight Cut, der einfach enger zusammenläuft, beziehungsweise einfach enger geschnitten ist. Und ja, finde ich ganz cool. Hat jetzt, wie gesagt, ist jetzt nichts Besonderes im Endeffekt, habe, glaube ich, knapp 70 Euro dafür bezahlt. Passt aber sehr gut zu meinen Boots. Ich krempel das unten auch noch so ein bisschen einfach hoch, damit man die Boots immer noch mal ein bisschen besser sieht. Und für alle Leute, die noch eine etwas engere Hose suchen, können gerne bei der Levi's 512 im Taper Slim zuschlagen. Kann ich, wie gesagt, nur wärmstens empfehlen. Kommen wir nun zu einem Sneaker, den ich mir, glaube ich, vor etwa ja, 3-4 Monaten geholt habe und seitdem noch kein einziges Mal anhatte, ja, weil es einfach das Wetter noch nicht hergegeben hat. Aber ich werde ihn auf jeden Fall im Sommer rocken, weil, wie gesagt, ich habe da schon ein paar Outfits im Kopf. Und zwar handelt es sich hier um den Air Force One 07 Croft in dem Colorway Summit White Phantom Dust, falls ich richtig ausgesprochen habe. Ja, viele, denke ich mal, von euch haben so eine kleine Assoziation mit dem Jordan 1 im Natural Grey, den ich mir auf jeden Fall 2021 versuchen werde zu koppen. Das ist, wie gesagt, einer meiner absoluten Grails, weil die Colorway einfach, ja, die ist einfach so schlicht und die kann man wirklich halt immer machen. Und jetzt so als kleiner Satz habe ich mir halt, wie gesagt, diesen Air Force hier geholt, weil ihr wisst Bescheid, es ist halt der Schuh, der immer geht und Air Force kann man halt immer machen. Ich habe mir, glaube ich, auch von einem halben oder dreiviertel Jahr auch einen Air Force One sozusagen gecustomed, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Was hier nochmal zu einem normalen Air Force unterscheidet, ist, dass ihr hier Premium-Materialien habt. Also ihr habt hier gerade beim Upper, habt ihr so ein ganz weiches Template-Leather, was sich sehr, sehr hochwertig anfühlt. Ihr habt hier gerade beim Swoosh und auch beim Heel-Tap so ein Suede. Und ja, es fühlt sich eigentlich, wie gesagt, alles sehr, sehr schön und hochwertig an. Also viel besser als der normale Air Force One, also meiner Meinung nach. Und mir gefallen, wie gesagt, am meisten eigentlich diese ganz leichten grauen Elemente hier am Swoosh und am Heel-Tap und auch an der Untersohle. Wie gesagt, hat er diese ganzen Natural Grey Vibes und ja, bin, wie gesagt, sehr zufrieden mit dem Schuh. Hat mich, glaube ich, bei Beastin damals, glaube 120 Euro gekostet. Ist jetzt natürlich nicht wenig Geld für einen Air Force One, aber ich denke mal, für einen Sneaker geht es trotzdem noch klar. Und ja, so viel mal zu dem hier. Ja, beim nächsten Piece muss ich etwas ausholen und zwar, ich war mit meiner Freundin ungefähr für einen Monat in München und habe mich dort auch relativ spontan mit Tommy und Chris getroffen. Wer die beiden nicht kennt, ja, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Nee, Spaß. Ich blende mal ganz kurz die beiden Instagram-Accounts von beiden ein. Sehr angenehme Jungs, sehr nett. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Der Tag mit meiner Freundin beiden zusammen war wirklich sehr schön. Da ist auf jeden Fall Wiederholungsbedarf da, würde ich mal sagen. Und ja, da habe ich mir auf jeden Fall einiges vorgenommen. Und es ist, denke ich mal, immer gut, wenn man so ein paar Locals um sich herum hat, die einfach ja, wissen, wie man schnell an die Spots kommt. Ja, weil das Problem ist, München ist knapp so 3 Stunden von mir entfernt. Ihr wisst, 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Das sind schon 6 Stunden weg vom Tag. Und wenn man so einen Tagestrip machen will, dann sollte man schon genau wissen, wie man wohin kommt. Und München ist jetzt nicht klein. Und gerade die Läden, wo ich hin wollte, die sind auch relativ weit auseinander. Und da hatte ich, wie gesagt, Glück, dass ich Tom und Chris bei mir hatte, die dann gesagt haben, ey, Junge, hör zu, mit der U-Bahn fährt man da am besten. Das hätte ich zum Beispiel jetzt gar nicht gemacht. Weil da als kleiner Tipp auch, München U-Bahn auf jeden Fall empfehlenswert, weil ihr kriegt, glaube ich, für eine Tageskarte, die 15 € kostet, können, glaube ich, 5 Leute mitfahren, was, oder 6, glaube ich, was sehr krass ist, weil so kommt er wirklich sehr, sehr schnell an die verschiedenen Orte. Wie gesagt, so ein kleiner Geheimtipp von mir für Leute, die einfach so einen Tagestrip in München machen wollen, auf jeden Fall mit der U-Bahn fahren. Ziel von mir war auf jeden Fall H&M, da wollte ich auf jeden Fall rein. Für viele, die den Laden nicht kennen, das ist ein Avantgarde-Laden, der hat so Marken wie Emme Cross, Boris, Guidi, diese ganzen Avantgarde-Marken. Wie gesagt, auf jeden Fall abchecken. Sehr ästhetischer Laden. Bilder blende ich auch ganz kurz hier ein. Ich habe so ein, zwei Shots gemacht aus dem Laden. Da habe ich mir auf jeden Fall vom Chris die Q100 zurücklegen lassen. Wobei hier das Problem war, dass sie mir dann doch zu klein war und habe dann mich dann nochmal ein bisschen umorientiert und mich dann für die Q10M entschieden. Also die ist einfach nur größer, wie ihr sehen könnt. Für viele, die Q100 nicht kennen, die ist einfach kleiner. Was gibt es zu der Tasche zu sagen? Es ist wirklich ein sehr, sehr butterweiches Pferdeleder. Also das ist, ich kann es gar nicht beschreiben, das müsst ihr wirklich mal in die Hand genommen haben. Und ja, ich bin, wie gesagt, mega zufrieden mit der Tasche. Ich habe hier, wie gesagt, das Nachfolgemodell, denke ich, von der Q10, so wie das scheint, weil ich habe hier zwei Zipper. Tommy beispielsweise hat nur einen. Also das heißt für mich, dass es wahrscheinlich einfach hier nochmal abgegradet wurde, weil Tommy hat mir eigentlich auch eine ganz kurze wilde Geschichte erzählt in Paris wurde zweimal fast beklaut, weil ihr seht, wenn ich die jetzt zum Beispiel einfach hier so trage, hier unten, dass ich die Zipper einfach hier vorne habe, was natürlich sehr vorteilhaft ist, weil man dann ja nicht einfach reingreifen kann. Wenn ihr natürlich nur einen Zipper habt, der dann zugeht, wenn ihr den hochzieht, da kann man einfach hinten mal kurz aufmachen oder irgendwas rausstibitzen. Und das ist bei der Gott sei Dank nicht möglich. Und deswegen bin ich, wie gesagt, froh, dass da einfach schon zwei Zipper dabei sind. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Dass die Tasche Object Dyed ist, das heißt, dass sie erst im Nachhinein mit Farbe behandelt wurde. Das kann man relativ gut erkennen, dass hier eine Nieten hier schon ein bisschen gerostet ist und dass die Farbe etwas abfärbt. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall auf der hinteren Seite, wenn die Tasche mit etwas Hellem trägt am Anfang, einfach mal ja, mit so einem Lappen oder mit so einem alten T-Shirt oder so einfach mal abrubbeln, damit die obere Schicht der Farbe erstmal ein bisschen abgeht. Aber keine Angst, das ist trotzdem noch schwarz oder so. Also nicht, dass ihr denkt, ihr habt da auf einmal so eine weiße Tasche vor euch oder so. Aber das ist so als kleiner Tipp von mir und. Was mir natürlich am besten gefällt, sind diese Schulterriemen, die natürlich hier verstellbar sind und ihr habt hier etwas, ja, was dann halt so vorne rumbaumelt. Also ich werde versuchen, auf jeden Fall Videos oder euch Fotos einzublenden, was für mich auf jeden Fall die Tasche nochmal upgradet. Und ansonsten, ja, ihr habt auf jeden Fall gerade beim Strap hier hinten nochmal ein Reverse Leather und in dem Innenbereich auch nochmal, was auch sehr weich ist. Und ich glaube, man kann es auch ganz gut erkennen, dass hier sehr viel reinpasst. Also ihr bekommt hier auf jeden Fall Handy, Geldbeutel, eine Brille und sogar auch so eine kleine Wasserflasche mit rein. Ja, ihr bekommt da gefühlt schon euer halbes Zimmer rein, würde ich schon fast sagen. Ja, der Kostenpunkt ist natürlich auch nicht zu verachten. Ja, man muss natürlich sagen, dass es hier alles made in Italy ist und auch handmade ist und alles drum und dran. Und da zahlt man natürlich seinen Preis, vor allem auch noch für die Qualität und die Verarbeitung. Ich glaube, ich habe knapp 400 € für die Tasche gezahlt, was natürlich nicht wenig Geld ist, aber mir war es auf jeden Fall wert, weil ich glaube, so einen Bag sollte jeder besitzen. Gerade wenn der Sommer dann kommt, ihr wisst, wie der Struggle ist. Ich habe eine kurze Hose an, ein T-Shirt. Die Taschen sind überfüllt und da macht so eine Bag auf jeden Fall Sinn und bin, wie gesagt, sehr froh, dass ich sie mir geholt habe. Ja, die Tasche wurde dann sozusagen gekauft und ich war dann eigentlich auch schon bereit zu gehen. Aber gut, wenn man mit Tommy und Chris unterwegs ist, dann sitzt der Geldbeutel natürlich noch etwas lockerer als sonst, würde ich schon fast sagen. Liebe Grüße gehen raus, Chris, nicht natürlich mal wieder, weil ich bin natürlich auch so ein kleiner Raumduft-Fanatiker. Das ist so ein kleiner Fetisch sogar von mir, würde ich schon fast sagen. Ich mag es einfach, wenn es bei mir in der Wohnung gut riecht. Und ich habe da wirklich auch schon einiges an Duftkerzen und an den ganzen Duftstäben und Rituals und wie das alles da heißt, schon ausprobiert. Und mich regt es halt auf, wenn man dann doch immer sehr, sehr viel Geld da lässt und einfach wenig davon hat. Ja, der Chris hat mich dann zu sich gerufen und hat da gemeint, ey, dazu, ich weiß ja, dass du auch so auf so Raumduftgeschichten stehst und ich habe da was ganz Besonderes.
Da bin ich halt hin, habe an dem Ding gerochen, dann habe ich meine Freundin gerufen, dann hat die auch dran gerochen. Was ist dann passiert? Ich habe es mir gekauft. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich war sofort verliebt in diesen Duft. Ich kann den gar nicht beschreiben. Das ist wirklich so ein herber, eher maskuliner Duft. Also wenn man mich jetzt fragen würde, Ivan, wie würdest du Avantgarde beschreiben in einem Duft? Würde es genau so riechen, wenn ich ehrlich bin. Also riecht, wie gesagt, sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Kommt, wie gesagt, in so einer Metallbox. Ist von Boris in der Zusammenarbeit mit Madalin. Ihr könnt hier sehen, dass hier drin so Lavasteine sind. Ja, hier ist es so, dass ihr so ein kleines Fläschchen bekommt. Und zwar das hier. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter da drin sind. Vielleicht 50 oder 80, sowas in den Dreh rum. Ja, hier nehmt ihr, wie gesagt, die Flasche und tröpfelt dann so ein bisschen was drauf. Ich habe jetzt beispielsweise 4 Tropfen drauf gemacht. Und es riecht einfach immer noch. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ey, es wird irgendwie so ein bisschen schwächer, so wie es normalerweise ist, sondern es riecht halt immer noch richtig krass. Und das heißt für mich, dass es ein sehr guter Kauf war, weil mir wurde auch gesagt, dass es 1 bis 2 Jahre ungefähr hält, was ich schon sehr krass finde. Und wenn es mal leer ist, dann müsst ihr euch nicht die komplette Box nochmal kaufen, sondern nur dieses Öl. Und das Öl kostet dann, glaube ich, sowas 100 bis 150 Euro, irgendwas sowas in dem Dreh rum. Ich weiß es nicht ganz genau. Wenn man sich einfach überlegt, dass man einmal mehr Geld in die Hand nimmt und dann was Gescheites dafür bekommt, was hier auf jeden Fall gegeben ist, finde ich das auf jeden Fall lohnenswert. Und ja, noch was ich noch erwähnen wollte, ist, wenn ihr dann keinen Bock mehr irgendwann auf den Duft habt und es euch ein bisschen so nervt nach einer Zeit, könnt ihr es einfach hier so schließen und da kommt auch nichts mehr durch. Also es riecht dann wirklich auch gar nicht mehr. War preislich natürlich nicht günstig, glaube ich, hat 220 Euro gekostet. Geht für mich aber maximal klar, wenn man einfach überlegt, dass das Ding dann wirklich 1 bis 2 Jahre lang hebt. Ihr habt wirklich einen sehr schönen herben Duft. Ihr könnt selber regulieren, wie stark der Duft sein soll. Ihr könnt es, wenn ihr irgendwann keine Lust mehr drauf habt, einfach schließen und habt einfach trotzdem noch so einen schönen Deko bei euch zu Hause. Also wie gesagt, mehr kann man wirklich für das Geld nicht bekommen, meiner Meinung nach. Und checkt es auf jeden Fall ab. Ich werde den Link unten in die Beschreibung reinhauen bei Height&M. Die sollten auf jeden Fall noch ein paar da haben. Und ja, wie gesagt, einfach mal abchecken. Weiter geht es mit einer Hose, die ich schon wirklich seit längerem suche. Und bei mir ist wirklich dieser Hosenknacks komplett ausgerastet. Also ich habe in letzter Zeit wirklich sehr, sehr viele Hosen gekauft. Aber ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Hosen gebraucht. Deswegen war es auch völlig okay. Und da hatte ich eine ganz bestimmte im Kopf. Ich wollte mir so eine in so einem Wax-Denim holen, was, denke ich, für jeden, ja, sollte wirklich jeder in seinem Kleiderschrank besitzen. Und da habe ich mich für die Rick Owens im Torrance Cut entschieden. Und zwar die hier. Ich glaube, man kann sie ganz gut erkennen. Hat einen Straight Cut, ist aus der Spring-Summer 17 Kollektion und bin, wie gesagt, mega happy mit der Hose. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, dass es halt eine Size 33 ist und mir würde wahrscheinlich eine Size 32 besser passen. Deswegen überlege ich, ob ich die einfach selle und mich einfach wieder auf der Suche nach einer 32 begebe. Aber der Preis war wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die bei eBay Kleinanzeigen für knapp 170 oder 180 Euro geschossen, was wirklich ein sehr, sehr guter Preis ist. Wie gesagt, das Besondere ist einfach auch hier wieder Object Dyed. Die wurde wieder im Nachhinein erst mit Farbe behandelt, was man, glaube ich, hier sehr gut an dem Tag hier erkennen kann, dass es hier schon so ein bisschen alles so schwärzlich angehaucht ist, das Ganze. Und wie gesagt, eine sehr coole Hose. Ich denke mal, auf diese Art von Hosen muss man stehen, aber mir gefällt es, wie gesagt, mega, weil es wirklich so ein sehr, sehr tiefes Schwarz ist, was so ein bisschen glänzend ist. Und gerade wenn man dann wirklich sehr, sehr weiße Schuhe anhat, sieht es meiner Meinung nach sehr gut aus. Und auch hier wieder die kurze Erwähnung, unten gerade an der Hemd, ihr seht es vielleicht ein bisschen, nee, man sieht es nicht, aber ich sage es euch einfach, dass es natürlich unten auch ein bisschen abfärbt, das muss euch einfach bewusst sein, wenn ihr euch so eine Wax Denim holt. Und ja, wie gesagt, gibt viele Varianten von Rick Owens, es gibt auch welche von SLP und von ganzen anderen Marken, aber ich, wie gesagt, ich habe mich hier einfach bewusst für Rick Owens entschieden, weil ich Rick Owens einfach feiere und es einfach ein sehr, sehr guter Designer ist. Und ich glaube, ich habe auch wirklich alles zu der Hose gesagt, was man sagen konnte, und ja, so viel mal dazu. Und da, glaube ich, auch einige mitbekommen haben, dass mich Inneneinrichtung und Co. auch extrem interessiert, habe ich hier auch noch etwas, was ich euch auf jeden Fall ganz kurz noch vorstellen möchte. Und zwar habe ich mir mit meiner Freundin zusammen, liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus, weil sie dazu auch etwas beigesteuert hat, will ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Und zwar die Wagenfeldlampe WG24, zeige ich euch mal ganz kurz. Will ich jetzt auch gar nicht wieder zu erzählen, werde ich im nächsten Fashion Talk näher drauf eingehen, wieso die Lampe für mich so besonders ist. Wie gesagt, es ist eine mega krasse Lampe. Lag preislich, glaube ich, bei über 400 Euro, was natürlich nicht wenig Geld ist. Aber wie gesagt, im nächsten Fashion Talk werde ich auf jeden Fall näher dazu eingehen. Und ja, ich wollte es einfach nur ganz kurz vorstellen, weil es natürlich auch zu meinen latest Pickups gehört. Das Beste kommt zum Schluss. Ich habe mir da was ganz Besonderes für euch aufgehoben bis zum Ende. Ja, wer hätte es gedacht, in meinen letzten Videos wurde da immer wieder erwähnt. Und zwar ist die Rede hier von Heider Ackermann.
Ich habe schon seit längerem nach einer guten Bomberjacke gesucht und habe eigentlich keine gefunden gehabt, die mir gefallen hat so richtig, weil ich mag zwar auch diese dünnen, aber die sind natürlich bei dem Wetter jetzt so ein bisschen ja, kontraproduktiv, würde ich mal sagen. Und hier habe ich eine gefunden gehabt von jemandem, der bei mir aus der Nähe kam, aus Stuttgart, habe mich mit dem dort auch getroffen und der hat mir auch einen sehr guten Preis gemacht. Und ja, ich zeige es euch mal ganz kurz. Das war, ist es diese Bomberjacke hier, wie gesagt, von Heide Ackermann aus der Fall-Winter 16 Kollektion. Ihr habt hier gesagt, hier einfach so diese olivgrünen Applikationen. Das Ganze auch an den Zippern kann man es auch, glaube ich, ganz gut erkennen. Hier an den Ärmeln auch nochmal hier diese grünen Applikationen. Und an sich ist halt eine Jacke aus Wolle, hält wie gesagt sehr, sehr warm. Hier auch nochmal, wie gesagt, das Drapierte an seinen Ärmeln. Ich glaube, man kann es auch ganz gut erkennen. Diesen Oversize-Schnitt mit dem Drapierten, so typisch Heide halt. Bin sehr zufrieden mit der Jacke, hält auch wirklich sehr warm. Ich habe die jetzt die ganze Zeit nur mit T-Shirts getragen und wir hatten hier immer so zwischen ja, 0 und 7 Grad die ganze Zeit und mir war überhaupt nicht kalt. Und wenn ich die mit dem Hoodie angezogen habe, dann erst recht nicht. Also ich denke sogar bei Minustemperaturen geht die Jacke auf jeden Fall, wenn man die noch mit etwas leert, mit etwas dickerem, auf jeden Fall klar. Ja, und das ist etwas, nachdem ich länger gesucht habe und bin, wie gesagt, sehr froh mit der Jacke. Wie gesagt, preislich war die jetzt natürlich nicht günstig, aber gut, bei Haider gibt es auch nichts Günstiges, wenn man ehrlich ist. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das nächste LPU wird auf jeden Fall nochmal wesentlich krasser als das jetzige. Da habe ich mir auf jeden Fall noch einige Sachen in der Hinterhand gehalten, die ich euch heute noch nicht gezeigt habe. Aber ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch natürlich gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, wie immer, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.